King Kong ist Sexualität vor der Unterscheidung der Geschlechter, jenseits von Männchen und Weibchen. Etwas zwischen Mensch und Tier, primitiv, kultiviert, hybrid, vor der Binarität. Die Insel einer hypermächtigen Sexualität, die sehr viele Gesichter hat. Die Insel war ein Paradies. Es gab Gefahr und aber auch Schutz. Als der Mann die Frau holen kommt, zögert sie. Er will sie retten, sie in die Stadt zur hypernormierten Sexualität zurückbringen. Die Frau muss man nicht retten. Sie weiß, dass sie bei King Kong in Sicherheit ist. Aber sie weiß auch, dass sie seine sichere, große, schöne Handfläche verlassen, zu den Männern gehen und allein zurechtkommen muss. Damit verbunden ist die Entscheidung, das zu opfern, was in dieser Tierin struppig und mächtig ist. Was sie zum Lachen bringt, wenn sie sich auf die Brust schlägt. Was auf der Insel herrscht. Irgendetwas muss ja geopfert werden. Zeitlupe, Großaufnahme. Jetzt kann sie sehen, wie sie merkt, dass sie benutzt wurde. Sie hat nur dazu gedient, das Tier zu fangen. Die Tierin, ihre Verbündete, mit der sie so eng verbunden war, zu verraten. Die Schöne stellt sich unter den Schutz des Angepassten, des Stärksten, des Begehrenden. Es waren nicht die Flugzeuge. Die Schöne hat das Tier getötet. Und jetzt ist sie abgeschnitten von ihrer ursprünglichen Macht. Das ist unsere moderne Welt.